Love is Love, das ist Ihr Montag bei Radio Hochstift. Und gerade an diesem ersten Tag der Woche, da könnten wir, glaube ich, alle einen Roboter gut gebrauchen, der uns ein bisschen unterstützt, ne, beim Aufstehen morgens, der vielleicht schon mal Kaffee kocht oder mit dem Feierabendessen dann auf uns wartet heute Abend. Aber wie stellen sich Kleinkinder eigentlich so einen Roboter vor? Das hat sich die Paderborner Softwarefirma AgentBase gefragt und einen Kreativwettbewerb ausgerufen. 14 Kitas haben daraufhin Roboter entworfen und Radio Hochstift-Reporter Daniel Sager hat bei der Preisverleihung mit den Nachwuchsingenieuren von der Kita St. Elisabeth mal ein bisschen gefachsimpelt. Aber wie sich das für einen Kindergarten gehört, erstmal musste ein bisschen gesungen werden. Der Roboter geht so ein bisschen eckig, ne? Könnt ihr das mal vormachen? Die Beine so ganz steif. Was müsste euer Wunschroboter denn können? Aufräumen. Zimmer aufräumen. Zimmer aufräumen. In der Schule gehen wir unsere Hausaufgaben machen. Habt ihr denn schon Hausaufgaben auf? Nö. Also, wollte ich doch gerade sagen, aber wenn ihr in die Schule kommt, dann wollt ihr einen Hausaufgabenroboter. Bei mir soll er Staub saugen. Und meiner soll alles machen, was ich befehle. Das ist ganz schön viel, glaube ich. Ja, so ein Mann für alles bräuchte ich auch mal zu Hause, ne? Zum Durchwischen, Müll runterbringen und diesen ganzen Kram. Im Paderborner Kinderhaus Luftikus sind sie an die Roboteraufgabe aber ganz technisch rangegangen. Der kann fahren. Der kann fahren? Richtiger Roboter, der fahren kann. Wie habt ihr das gemacht? Mit einem Auto. Ein ferngesteuertes Auto. Und das habt ihr dann wohin gebaut? Als Füße? Ja. Was kann der denn noch? Kann die Zunge rausstrecken. Ehrlich? Und das macht er immer, wenn man ein böses Wort sagt, oder wie? Nee. Wenn man hinten die Spritze drückt. Der hat auch ein Fax. Ein Faxgerät ist ja abgefahren. Wann kommt denn ein Fax daraus? Ja, wenn man an diesen zwei Metallarmen da dreht. Aber so unterschiedlich die Kita-Roboter auch geworden sind, eins sind sie alle, nämlich silbern, sagt Jürgen Zirkel, Chef von AgentBase. Und dann sind sie alle relativ eckig, und aber doch dann irgendwo humanoid. Gar nicht mal, wie man das jetzt aus dem Industriebereich kennt. Das sind ja offensichtlich keine richtigen Roboter. Ist für Sie sowas auch eine Gelegenheit, dass Sie sagen, Mensch, wir brauchen mehr kindliche Kreativität auch wieder im Unternehmen? Definitiv. Dann kommen vielleicht etwas freundlichere Geschichten raus, als wenn das im Büro gewohnt ist. Also Kinder an die Macht und in diesem Fall ab ins Softwarebüro vor allem. Wir bei Radio Hochstift unterstützen das auf jeden Fall. Jetzt. Nein.